Vielen Dank, Herr Professor Hegger. Meine Damen und Herren, wahrscheinlich könnte ich alle Referenten, die jetzt hier gerade sprechen, auch 2 Stunden sprechen lassen. Und wir würden auch alle so mucksmäuschenstill zuhören. Aber wir wollen ja auch noch miteinander diskutieren. Das ist ja Sinn dieser Konferenz. Deswegen möchte ich an der Stelle auch ganz schnell überleiten. Ich glaube, Herrn Professor Dr. Wolfgang Feist muss ich auch nicht weiter vorstellen. Ich könnte vielleicht noch mal im Sinne von Herrn Hegner einleiten sagen, nach dem Bauingenieur und dem Architekten haben wir jetzt den Physiker. Ich glaube, das spiegelt auch so ein bisschen wider, dass energieeffizientes Bauen wirklich eine Frage von ganz vielen Themen ist, von vielen Denkrichtungen. Und ich glaube, Wolfgang Feist ist an der Stelle jemand, den ich ganz besonders begrüße, weil ich freue mich, dass er zum ersten Mal auf einer norddeutschen Passivhauskonferenz da ist. Doch. Wir haben uns in Hamburg auf der internationalen Passivhaustagung hier gesehen, dann aber ganz am Anfang. Ich freue mich jedenfalls, dass wir heute aus deinem Munde mal eine direkte Analyse bekommen mit den Leitbildern, mit der Perspektive, wohin es mit dem Passivhaus geht. Und ich freue mich auf deinen Vortrag. Vielen Dank fürs Kommen. Ja, schönen guten Tag. Herzlichen Dank für die Einladung hierher aus dem hohen Süden in den tiefen Norden. Ich bin ja inzwischen in Innsbruck angelangt, was Sie auch an Teilen dieser Bilder sehen. Was Sie am ersten Bild schon mal sehen, das sind alles Beispiele für realisierte Passivhausprojekte. Also wir sind hier an einer Stufe, wo es um Zehntausende von gebauten Objekten geht, in aller Breite, an allen Orten, an unterschiedlichsten Orten, für die unterschiedlichsten Funktionen. Das Leitmotiv des Passivhauses ist die Effizienz. Klar, da kommt der Physiker durch, ne, wenn man sich überlegt, wenn man sich anschaut, was wir eigentlich gewinnen aus der Energie, die ja das Thema ist jetzt schon seit vielen Jahrzehnten, vieler Auseinandersetzungen weltweit. Und man dann feststellen muss, das Wesentliche, was wir mit dieser Energie anstellen, ist eigentlich von der Natur, wie Sie es oben mit dem Heißhalten des Kaffees sehen. Wir führen über aufwendigen Wegen erzeugte Energie, meist noch aus fossilen Quellen, zu, um diese Wärmeverluste auszugleichen. Dabei geht es auch, wie Sie es auf der rechten Seite sehen, durch das passive System, durch die Erhaltung. Daher übrigens auch der Begriff, der ja immer wieder diskutiert wird. Ja, und genau das ist am Gebäude beispielhaft sehr schön demonstriert, schon seit langer Zeit, seit über 25 Jahren, dass wir die Gebäude heute so errichten können, auch so modernisieren können, dass der Verbrauch an Energie zur Bereitstellung des Komforts sehr gering wird. Das ist nicht nur eine Frage des Energieverbrauchs, sondern auch eine Frage des Komforts. Das ist interessant, auch wieder da verknüpft durch die Physik, dass automatisch durch die Verbesserungen, die wir an der Gebäudehülle vornehmen, auch die Komfortbedingungen im Raum verbessert werden. Das ist eine Erfahrung, die im Grunde heute schon viele gemacht haben, dass wir dadurch im Grunde eine Doppelnutzung dessen haben, was wir mit der Verbesserung der Gebäudehülle leisten. Na, dieses Objekt wird der Manfred Hegger auch sehr gut kennen. Das ist das erste Wohnungsbauprojekt im sozialen Wohnbau als Passivhaus. Ich habe mir das etwas näher nochmal angeschaut, gerade in der Vorbereitung dieser Tagung festgestellt. Das war ein insofern auch sehr interessantes Projekt, weil es auch ausgesprochen kostengünstig realisiert worden ist. Es gab keine zusätzliche Förderung für die Realisierung dieses Projektes. Es ist zwar im europäischen Rahmen CFEUS gelaufen, aber es lief in den ganz normalen Wohnungsbauförderungen des Landes Hessen ohne Zusatzförderung. Also es wird nicht teurer durch die Verbesserung der Effizienz der Gebäudehülle und der Wohnungslüftung. Nur das ist die aktuelle Analyse des Kostenverlaufes. Natürlich brauche ich, wenn ich den Energiebedarf von Gebäuden reduziere und wenn ich erneuerbare Energien einsetze, was wir beides befürworten, natürlich brauche ich dazu eine etwas erhöhte Investition. Diese etwas erhöhte Investition wird aber durch die darauffolgenden Einsparungen an Energiekosten mehr als kompensiert. Und das Optimum dessen, was wir hier heute leisten können, liegt tatsächlich im Bereich der Effizienz, die wir für eine nachhaltige Entwicklung auch brauchen. Und das ist für die Nutzungen hier in Europa tatsächlich der Passivhausstandard. Nun, Sie haben dort gesehen, da ist dieser Knick drin, der immer wieder diskutiert wird. Wo kommt er eigentlich her? Naja,
wenn ich am Ende für die Heizung so gut wie nichts mehr brauche, sprich mit den sprichwörtlichen 10 Kerzen das Wohnzimmer beheizen kann, dann kann ich das in jedem Fall auch sehr einfach machen. Ich habe sehr viel mehr Möglichkeiten, das umzusetzen, ohne großen Aufwand. Und das spart mir in jedem Fall zusätzliche Investitionskosten. Diese Folie habe ich nicht erst jetzt hineingenommen, nachdem hier viel wieder über die Frage diskutiert worden ist, wie ist das eigentlich mit der Performance Gap, mit dem Rebound-Effekt. Immer viel diskutiert. Verbrauchsunterschiede bei verschiedenen Gebäudestandards sind etwas ganz Normales. Menschen verhalten sich unterschiedlich und diese Verhalten zu verändern ist auch sehr schwierig. Da muss man im Grunde nur in sich selbst hineinschauen. Wann verändere ich mein Verhalten? Dazu brauche ich einen sehr tiefgreifenden Anlass, um das wirklich zu verändern. Deswegen haben wir überall in den Beständen, in den gebauten Niedrigenergiehaussiedlungen, auch in den Passivhaussiedlungen unterschiedliche Verbräuche, je nach unterschiedlichem Nutzer. Also etwas, womit wir, denke ich, auch leben müssen, leben können. Wenn die Verbrauchswerte am Schluss so klein sind, wie Sie es auf der rechten Seite sehen, können wir damit sogar sehr gut leben, weil das einfach nicht mehr bedeutend ist, weil man tatsächlich, wie die ABG es auch in einigen Projekten jetzt macht in Frankfurt, dann nicht einmal mehr die Wärme abrechnen müssen. Das ist übrigens sehr interessant. Ja, das führt zu einem gewissen Mehrverbrauch. Aber ein Mehrverbrauch von 8% von 15 Kilowattstunden sind eben nun mal 1,2 Kilowattstunden pro Quadratmeter. Und ja, und ich bin der Ansicht, darüber reden wir nicht. Wir können uns diesen Stress der Abrechnung sparen. Ich habe an dieser Stelle so einen kleinen Bonbon. Es gab mal Zeiten, in denen wir darüber diskutiert haben, dass ohne den Zubau von Kernkraftwerken in Deutschland das Licht ausgeht. Und mit dem Zubau von Kernkraftwerken man am Ende keine Stromzähler mehr einbauen muss, weil der Strom so billig ist, dass man die nicht mehr braucht. Haben wir das gemerkt? Ich habe das auch irgendwo abgelegt. Inzwischen müssen wir tatsächlich keine Wärmemengenzähler mehr einbauen, aber nicht, weil die Wärme so billig geworden ist, sondern weil wir so wenig davon verbrauchen, dass es sich nicht mehr lohnt, diese Wärmezähler zu installieren. Also das Leitbild der energieintensiven Gesellschaft ist gründlich gescheitert. Und das Leitbild der Effizienz hat sich tatsächlich in ausreichendem Maß umgesetzt. Nun, wir haben in Bezug auf die Effizienzentwicklung eben keine Performance Gap, eben keinen Rebound-Effekt, wie auch wenn wir die Verbrauchswerte messen. Das sind gemessene Werte, die tatsächlich den am Ende resultierenden Bedarf inklusive gegebenenfalls entstehender höherer Komfortanforderungen mit aufnehmen. Und wir haben in unserer Entwicklung über viele Jahrzehnte gelernt, wie schwierig das ist, Menschen davon zu überzeugen, dass sie in ihren Ansprüchen etwas zurücknehmen sollen. Nicht, dass ich da dagegen wäre. Ich weiß nur, wie schwierig eine solche Entwicklung tatsächlich ist. Nun, deswegen haben wir auch in Bezug auf die Planung alles getan, um die Umsetzung einer solchen Zielsetzung so weit wie irgend möglich zu vereinfachen. Inzwischen können Sie den Entwurf eines Passivhauses, wie Sie das als Architekt sonst gewohnt sind, mithilfe eines dreidimensionalen Tools aufziehen. Es geht übrigens wunderschön. Ich habe es auch als Physiker mal probiert. Es ist wirklich ein Heidenspaß, das zu machen. Ich kann mir dann automatisch aus dieser Darstellung die entsprechenden relevanten Flächen identifizieren lassen und bekomme daraus die Daten für die Energiebilanzierung. Jawohl, die Bilanzierung ist genau der Ansatz, der hier gebraucht wird, da sind wir uns im Grunde alle einig. Nur über die Bilanz bekomme ich ein vernünftiges Ergebnis. Und diese Bilanz sollte natürlich auch physikalisch dem entsprechen, was tatsächlich dort gebraucht wird. Wir haben glücklicherweise hier eben die 10.000-fache Erfahrung aus der Verwendung guter Energiebilanzierungstools, dass das auch wirklich funktionieren kann. Damit es wirklich funktioniert, ist insbesondere am Anfang, dann wenn die Umsetzung kein Selbstverständnis ist, dann wenn die Beteiligten am Bau noch nicht alle Details so in Fleisch und Blut übergegangen haben, wie es letztendlich wünschenswert und erforderlich ist, ist die Qualitätssicherung ein wichtiges Thema. Deswegen hat sich unser Institut dort auch notgedrungen in großem Ausmaß engagiert. Insbesondere auch tatsächlich für die Komponenten des Passivhauses sichergestellt zu haben, dass diese Komponenten so funktionieren, wie sie im Gebäude funktionieren müssen. Und die Wand- und Hüllflächen können selbstverständlich
Ziegelfassaden sein, können in jeder Bauform errichtet werden, ob das Holzbau, ob das Massivbau, ob das Stahlbau, ob das Schalungselement oder was auch immer ist. Für alle Bauweisen, für alle Bauaufgaben ist diese Aufgabe gelöst. Und ich habe hier kurz noch einmal notiert, und die Energie, die wir auf diesem Wege einsparen, die kostet, wenn sie nun etwas kosten würde, nämlich die Kosten für den Dämmstoff und die Anbringung dieses Dämmstoffes, in einem Bereich zwischen 3 und 5 Cent pro Kilowattstunde. Für die Realisierung, für die Verbesserung, für den Schritt des Wärmeschutzes zwischen dem heute gesetzlich vorgeschriebenen Standard und dem Passivhausstandard. Nun, für diese Kosten können Sie heute kaum irgendein Kraftwerk errichten für die Erzeugung von Energie. Ja? Kaum irgendein Kraftwerk. Ganz abgesehen von einem auf erneuerbarer Basis operierenden Kraftwerk. Ja, Sie können Biomasse nutzen, aber nur in einem sehr begrenzten Umfang. Deswegen ergänzen sich die erneuerbaren Energiebeiträge und die Effizienzbeiträge. Deswegen ist es so wichtig, dass wir beides in einem vernünftigen Maß kombinieren. Hier sehen Sie mal in einem Kartentool dargestellt, welche Optima sich da jeweils für die jeweiligen Regionen ergeben. Das ist jetzt nicht die Anforderung des Passivhausstandards, sondern das ist das ökonomische Optimum für einen entsprechenden Wärmeschutz in den jeweiligen Gebieten. Und das korreliert sehr gut mit dem, was im Passivhaus gebraucht wird. So einfache Dinge wie Reduzierung von Wärmebrücken kostet, wenn man es richtig macht, fast gar nichts, kann unter Umständen schon mal ein paar Cent kosten, wenn ich dann tatsächlich eine thermisch getrennte Auskragung eines Balkons brauche, was ich aber ohnehin empfehlen würde, zumindest in kalten Klimaten. Was die Fenster angeht, so ist das, denke ich, vielen geläufig, ist das ja eine absolute Erfolgsgeschichte. Inzwischen ist die Dreischeibenverglasung fast zur überwiegenden Verwendung in Deutschland geworden. Es wäre auch tatsächlich dumm, noch irgendetwas anderes einzusetzen. Aber auch was den Rest des Fensters angeht, sind wir schon recht stolz darauf, dass es inzwischen viele kleine, mittelständische, aber auch größere Unternehmen gibt, die Fenster dieser Qualität herstellen, die ebenfalls wieder für absolut geringfügige zusätzliche Kosten die Energiebilanz der Gebäude maßgeblich verbessern. Und zwar um so viel verbessern, wir haben es gerade eben einmal nachgerechnet, wir hätten es selbst in dem Ausmaß nicht vorhergesehen, wenn wir das erste Passivhaus, das überhaupt gebaut worden war, 1991 bezogen in Darmstadt, das übrigens ein Reihenhaus ist, also ein vier Wohnungen enthaltendes Gebäude. Wenn wir das heute mit den heute verfügbaren Fenstern bauen würden, dann könnten wir die Wärmedämmung der Außenwände, das ist der wesentliche Teil des Wärmeschutzes dieses Hauses, von 27 cm auf 14 cm zurücknehmen. Das würde immer noch genauso funktionieren. Das heißt, wir sind nicht verliebt in die Dicke der Wärmedämmung, sondern wir wünschen uns vernünftige Lösungen an diesen Stellen. Und die vernünftige Lösung kommt ohne einen guten Wärmeschutz, das ist hier schon mehrfach betont worden, nicht aus. Aber wir sind nicht unbedingt darauf angewiesen. Wir haben heute sehr viel Flexibilität, diese hohe Effizienz nur auf diesem Weg zu erreichen. Was allerdings wirklich wichtig ist, ist, dass die Qualitäten der Bauteile, die ich verwende, auch das wiedergeben, was als Wert draufsteht. Dafür ist die Charakterisierung der zertifizierten Komponente ein wesentlicher Beitrag, den man erkennen kann, um welche Art von Bauteil handelt es sich, aus dem Sie alle Daten, die Sie brauchen, um eine vernünftige Bilanz zu machen, auch entnehmen können, und zwar in einer Form, in der Sie tatsächlich relevant für den Betrieb, für die Performance im Gebäude sind. Die Fenster nach den Ergebnissen unseres letzten Wettbewerbes liegen inzwischen ebenfalls bei Energieeinsparkosten im Bereich von 1 bis 4 Cent die Kilowattstunde. Also auch hier kann man im Kern sagen, wie beim Wärmeschutz ist es eine Maßnahme, die sich jederzeit und an jeder Stelle jeweils empfiehlt. Das Thema Wohnungslüftung kann ich hier aus Gründen der Zeit nicht in vollem Umfang darstellen. Die Wohnungslüftung ist ein Beitrag, der sich im Kern vor allem an der Frage der Wohnhygiene, der Luftqualität in Innenräumen orientiert. Das ist der wesentliche Grund, warum wir die Wohnungslüftung brauchen und warum ich
immer wieder besonderen Wert darauf lege, dass wir in solchen Gebäuden auch eine vernünftige Lüftung sicherstellen. Die Wohnungslüftung ist in Bezug auf die Energieeffizienz, die wir damit erreichen, die teuerste Komponente, die teuerste passive Komponente, die teuerste Komponente der passiven Energiegewinnung durch Vermeidung von Wärmeverlusten. Wir sind auch da daran, diese Entwicklung weiterzutreiben. Und es wird in den nächsten Jahren hier weiterführende Entwicklungen geben, und erste Schritte dazu sind auch schon erkennbar, hier auch in der Ausstellung teilweise erkennbar. Ich habe eigentlich nie eingesehen, warum diese Komponenten so teuer sind, wie sie es heute häufig noch angeboten werden. Wir können diese Komponenten ganz erheblich noch in ihrem Kostenumfang reduzieren und auch hier am Ende eine Komponente schaffen, die nicht nur im Bereich der heutigen durchschnittlichen Wärmebereitstellungskosten, das ist so der Bereich, den Sie heute haben, nicht in der Zukunft, aber heute haben, die da noch weit darunter liegen wird. Wir haben also seit der Realisation der ersten Passivhaus-Beispielprojekte eine Lernkurve durchzogen. Ich sage jetzt nicht eine beispiellose Lernkurve, denn das sind die Lernkurven, wie sie bei jeder technologischen Entwicklung eigentlich überall auftauchen, ob Sie die ersten Radfahrzeuge, die ersten Flugzeuge oder die ersten anderen technischen Komponenten anschauen, das ist immer ähnlich. Sie beginnen mit einer vergleichsweise hohen Kostendifferenz, weil die Dinge, die Sie machen, neu sind, weil sie nicht in industrieller Fertigung produziert werden. Und Sie bewegen sich entlang einer entsprechenden Lernkurve innerhalb von ein bis zwei Jahrzehnten auf einen Bereich, der dann tatsächlich in einem Gleichgewicht mit den Marktbedingungen steht. Und wir können hier im Grunde schon sehen, dass die zusätzlichen investiven Kosten, die wir für die Realisation im Passivhausbereich brauchen, viele schaffen das heute schon, viele schaffen es sogar zu geringeren Kosten, dass sie aber im Schnitt in Zukunft so in einem Bereich von um die 4% liegen werden. Und die Wirtschaftlichkeit dieser Maßnahme ist damit in jedem Fall gegeben. Nun, die Vielfalt dessen, was wir hier realisieren können, wird durch einige Beispiele deutlich. Ob das die Schule ist, der Sozialwohnbau. Natürlich können Sie auch repräsentative Bürogebäude im Passivhausstandard bauen, auch eine solche Glasfassade, die nun ganz bestimmt nicht unsere Wahl ist. Da gilt das, was Kollege Hegger vorhin gerade ausgeführt hat. Natürlich kann ich den geschliffenen Marmor als Fassade verwenden. Das ist so ähnlich wie die Ganzglasfassade. Das ist vergleichsweise teuer. Hier wäre es im Grunde wirklich intelligenter, einen Teil der Fassade mit Photovoltaik zu belegen. Es wird dann auch nicht teurer und ich habe wenigstens einen Nutzen davon. Aber auch diese Dinge gehen. Es geht also sehr viel. Es geht auch das Hallenbad, es geht in jedem Fall der Kindergarten, es geht die Fabrik in diesem Standard. Wir können also heute alles als Passivhausstandard realisieren und zwar mit ökonomisch vertretbaren Bedingungen und mit garantiert guten Ergebnissen. Beispiele der Frontrunner-Stadt Frankfurt. Tirol, die beiden Wohnungsbaugesellschaften des Landes Tirol, die Neue Heimat und die Innsbrucker Immobiliengesellschaft, bauen beide im Neubau seit einigen Jahren nur noch Passivhausstandard. Hier ein Beispiel von Sozialwohnungen dort, ein weiteres Folgebeispiel von einem Projekt O3, Olympisches Dorf 3 in Innsbruck, verdichtetes Bauen in der Stadt, generalisiert möglich in dieser Qualität und im Übrigen hier auch schon relativ weitgehend mit erneuerbarer Energie versorgt. Ich gehe aber darauf gleich im Folgenden noch etwas näher ein. Die Stadt Brüssel führt mit 1. Januar des nächsten Jahres allgemeinverbindlich Passivhausstandard für ihre für die gesamte Stadt ein. Dieses Beispiel haben Sie bereits dargestellt bekommen, nur um zu zeigen, dass wir hier auch mit der Architektur ganz, ganz weit vorn sind in der Entwicklung. Architektonischer Spielraum war für das, was wir gemacht haben, eigentlich immer einer der entscheidenden Triebpunkte. Hier ein Beispiel aus Korea, das ist eine entwickelte Passivhausbebauung in Korea. Die Koreaner haben insbesondere für Schulgebäude diese Dinge sehr gerne aufgenommen. Es hat dort einen weiteren Vorzug. Es ist eben nicht nur im Winter, sondern auch im Sommer besonders komfortabel in diesen Gebäuden. Von daher besonders interessant. Ein großer Energieversorger in Dänemark mit seinem Objekt. Und ein Projekt, das mir besonders gut gefällt, eine Bebauung in Philadelphia. Das sind sogenannte Affordable Buildings,
also ja, wie kann man das übersetzen? Erschwingliche Gebäude. Die Amerikaner haben da einen ganz anderen Ansatz bei uns. Es gibt dort keinen sozialen Wohnbau, was ich bedauere. Die Bewohner und Bauherren helfen sich selbst, bauen selbst, haben hier gemeinsam mit dem Architekten sich zu erschwinglichen Kosten Passivhäuser gebaut und damit auch erschwingliche zukünftige Betriebskosten erreicht. Die Bahnstadt Heidelberg, ein Beispiel für eine gesamte Arealentwicklung im Passivhausstandard. Das ist übrigens sehr empfehlenswert, sich das einmal anzuschauen. Ich bin dort einmal jetzt mehrfach mit Delegationen gewesen, mir das angeschaut, weil es eben nicht nur diesen energetischen Gesichtspunkt darstellt, sondern auch die Lebensqualität in einer solchen neu ökologisch konzipierten Stadt. Also wenn Sie also Dinge denken, Sie können die Kinder ohne jede Gefahr auf die Straße schicken zum Spielen, da passiert nichts, weil da eben keine motorisierten Fahrzeuge langfahren. Eine ganz andere Qualität, wenn man sich in einem solchen Revier aufhält. Regionalisierte Lösungen, natürlich ist ein Passivhaus in Bologna anders gebaut als eins in St. Petersburg. Beispiele dafür hier aus dem Mittelwertbereich. Ich möchte kurz auf die Anwendung der erneuerbaren Energie zu sprechen kommen, weil selbstverständlich ist erneuerbare Energie letztendlich die einzige Energieform, die für eine nachhaltige Entwicklung akzeptabel ist. Und das Problem hat im Grunde der Kollege Hegger schon sehr schön mit dargestellt. Wenn Sie einen Mix aus verschiedenen Energien, aus verschiedenen erneuerbaren Energien machen, haben Sie es noch am leichtesten, tatsächlich die Bedarfswerte zu decken. Und wenn man sich das dann anschaut über die Bilanzen und jetzt hier nicht die Überschüsse anschaut, sondern einmal die Bereiche anschaut, wo es dann eigentlich fehlt, dann werden Sie feststellen, wir haben eine Winterlücke. Und die Winterlücke wird insbesondere durch den Heizwärmebedarf erzeugt, weil wir einfach die natürlichen Energiequellen im Winter nicht in dem Ausmaß verfügbar haben in unseren Breiten, wie wir es gerne hätten. Die müssen wir letztendlich durch eine saisonale Speicherung decken. Und die saisonale Speicherung, ja, die ist möglich, nicht als Pumpspeicherkraftwerk, Sie können das leicht nachrechnen, das ist ökonomisch an dieser Stelle so weit weg, dass es für die Mengen, die wir hier brauchen, nicht in Frage kommt. Aber wir können tatsächlich über eine Speicherung, über transformierte elektrische Primärenergie, nämlich über synthetisierte Brennstoffe, der Brennstoffspeicher ist der übliche Jahresspeicher, der hat sich bewährt, den benutzen wir ja auch heute, nichts anderes machen wir mit der Öl- und mit der Gasheizung. Wir können diese Energien wieder zurückführen zum Verbraucher und können auf diese Art und Weise tatsächlich eine regenerative Nutzung, eine Nutzung, die tatsächlich diesen Anspruch verdient, weil ich nicht imaginär den Strom verschiebe, sondern ihn wirklich für meine Nutzung verwende, können wir tatsächlich eine Gesamtdeckung erreichen. Allerdings zu den Kosten, dass wir die Bereitstellung der für den Winter gebrauchten nicht fossilen Energie, dass wir die mit einem etwas höheren Primärenergiefaktor für die Elektrizität erkaufen müssen. Das ist jetzt ein Konzept, das wir gerade systematisch auch weltweit angeschaut haben. Wie kann ich eigentlich Primärenergiebilanzen in einer vernünftigen Form bilanzieren? Auch da bin ich dankbar, dass Manfred Hegger schon gesagt hat, da gibt es im Moment ein Problem, nämlich dass sich die Faktoren ja ständig verändern. Wie sollen Sie Vergleichswerte schaffen auf der Basis von sich ständig verändernden Faktoren? Deswegen haben wir gesagt, machen wir das ein für alle Mal, schauen wir nach, wie hoch sind die erneuerbaren Primärenergieeinträge, die ich brauche, um die Versorgung sicherzustellen. Und das kann man tatsächlich tun, aufgrund der meteorologischen, limnologischen und anderen Randbedingungen einer Region. Und sie kommen überraschenderweise eigentlich überall auf ähnliche Ergebnisse. Allerdings sind diese Ergebnisse dann verschieden, je nach Art der Anwendung der Energie. Also sie werden einen höheren Bedarf haben für die Bereitstellung von Heizwärme, weil wir da eine schlechtere zeitliche Korrelation haben im jahreszeitlichen Verlauf, als für die Bereitstellung beispielsweise von Warmwasser. Das heißt also, zu dem bisherigen Primärenergiefaktor kommt eine neue Eigenschaft hinzu, nämlich die Abhängigkeit von der Art der Nutzung. Nun, das wird mit der neuen PHP-Bilanzierung verfügbar werden. Ich möchte hier nur kurz darauf hinweisen, dass die Beispiele dafür, dass das geht und dass man das tatsächlich regional realisieren kann, so wie das die Europäische Union für 2020 überall will, dass die bereits bestehen. Die Passivhaussiedlung in Hannover-Kronsberg, gar nicht weit von hier, ist schon damals, 1999, realisiert worden als klimaneutrale Siedlung. Und sie hat sowohl eine
eine Versorgung mit solarer Energie für die Warmwasserbereitung, als auch eine Windkraftanlage nearby, also genau das, was die Europäische Union sagt, in der Nähe des Bauplatzes, die auch, diese Anlage würde für weit mehr ausreichen als für diese paar Häuser, die auch für eine Gesamtsiedlung in diesem Bereich immer noch ausreichend wäre, um diese regenerative Gesamtversorgung auch wirklich über das Jahr inklusive der Speicherkonzepte aufrechtzuerhalten. Also das funktioniert. Neuere Beispiele dafür, das ist Passivhaus Plus Entwicklung in Innsbruck, eines der gerade eben fertig gewordenen Bauprojekte der neuen Heimat Tirol. Ja, Sie müssen genau schauen, um überhaupt zu sehen. Es ist ein Passivhaus mit einer photovoltaischen Energiebereitstellung. Diese Entwicklungen sind möglich und denkbar. Wir sind deswegen dabei, mit dem neuen PHPP eine Kombination aus der Energieeffizienztechnologie, das klassische Passivhaus, das überall geht, unabhängig von der räumlichen Situation, das aber, und da stimme ich zu, für die Nachhaltigkeit alleine noch nicht die endgültige Version ist. Wir haben dann vorgeschlagen, dass man die Energieerzeugung nicht bezieht auf die Nutzfläche. Auch da, dankbar, vielleicht ist es ein Punkt, den man aufnehmen kann. Das würde nämlich tatsächlich die kompakten, mehrgeschossigen Objekte letztendlich erschweren. Ja? Dabei ist es klar, dem wird im Grunde jeder, der über Ökologie nur mal nachgedacht hat, zustimmen, dass die kompakte, verdichtete Bauweise von der ökologischen Seite her sicherlich eine geringere Belastung dasteht als die Bebauung mit freistehenden Einfamilienhäusern. Ja? Wie kann man diese Dinge angehen? Nun, wir haben dazu einen Vorschlag. Der Vorschlag ist, dass wir den Energiebedarf selbstverständlich auf die Bedarfsfläche beziehen, also auf die Fläche, die den Bedarf erzeugt. Das ist die Wohnfläche. Das gilt für die ganzen Verbrauchswerte, ob Heizung, Warmwasser oder Licht. Dass wir aber die Energieerzeugung beziehen auf die Fläche, die das Gebäude in Anspruch nimmt. Also das, was das Gebäude sozusagen aus der Umwelt herausgreift, da wo auch die letztendliche ökonomische Grenze schon heute liegt. Der Bauplatz ist das Teure. Wir haben letztendlich eine Flächendiskussion. Ja. Das ist das, was Geld kostet. Und darauf bezogen kann ich die Erzeugung von erneuerbarer Energie sehen. Und dann ist es ganz klar, dann ergibt sich automatisch, dass das freistehende Einfamilienhaus natürlich hier einen höheren Beitrag leisten muss als der verdichtete Geschosswohnungsbau. Dementsprechend kann man eine entsprechend ausgeglichene Gesamtbilanz in der gesamtregionalen Konzeption, also da bin ich voll bei der Konzeption, regionale Konzeption, es muss nicht jedes Haus sich selbst netto kompensieren können. Ich glaube, das ist eine Vorstellung, die wir gar nicht haben müssen. Sie würde auch an vielen Stellen ökologisch sinnvolle Maßnahmen behindern. Das Haus ist ja primär als Funktion für die Funktion, für die es gebaut wird, da. Es soll aber zumindest so viel Energie wieder nutzbar machen, wie es durch seine alleinige Anwesenheit in der Landschaft an Anspruch erhebt. Ja, darüber hinaus kann ich dann zusätzlich, es gibt ja noch viele weitere Energieanwendungen außer denen der Gebäude, wenn ich die Möglichkeit habe, wenn ich die Flächen habe und wenn ich das will und wenn das in einer Gesamtrelation zum Gesamtkonzept steht, kann ich darüber hinaus auch noch im Premiumfall zusätzlich Energie erzeugen für all die anderen Anwendungen, die in anderen Bereichen notwendigerweise immer noch verbleiben. Meine Damen und Herren, der Ansatz des Effizienzkonzeptes, des Passivhauskonzeptes, hat sich inzwischen international ausgebreitet. Wir haben tatsächlich in allen Erdteilen realisierte und vermessene Projekte mit guten Ergebnissen. Ich kann auf die im Einzelnen jetzt nicht eingehen. Ich möchte Sie am Schluss, wenn Sie mehr über die Gesamtentwicklung in diesem Bereich sehen wollen, verweisen auf unsere nächste Tagung im April 2015 und darf mich für die Aufmerksamkeit bedanken. Und ich denke, ich habe die Minute gerade wieder reingeholt. Vielen Dank.